Aue! Tada! Nein. Jetzt willkommen zu noch einer Session von East TV. Und diesmal habe ich meinen Freund Mannis in the house. Das ist obviously eine Sensreden-Session diesmal. Und ja, ich hatte gestern so einen Moment, wo ich dann dachte, das war wieder Sonntag. Und dann dachte ich, okay, cool, ich habe ein Video released. Und dann habe ich so wenige Views gekriegt und dachte, shit, ich habe so lange an dem Video gearbeitet und Zeit investiert und dann kriege ich so wenig Videos und dann war ich so ein bisschen down und dann habe ich ein bisschen überlegt und dachte ich, warum bin ich so blöd und bin down? Weil wegen fucking Views. Ich meine, das ist das Unwichtigste auf der Welt. Und nachdem ich das dann gedacht habe, dachte ich, boah, dann war ich wieder sehr happy. Und dann habe ich gedacht, wenn ich Mannis schon hier habe, ein Oki, der sich intens gut auskennt mit YouTube, so der kennt all die Algorithmen, alles. Okay, sag nicht immer ja. Ja. Ne? Ja. Okay. Warum machen wir nicht mal eine Sense-Reden-Session über ein bisschen über YouTube, dass ihr da draußen die YouTube checkt, auch mal wisst, worum es eigentlich hier geht in diesem ganzen Game und warum ich vielleicht gestern so ein bisschen sad war und dann auf einmal wieder happy war. Aber für alle Leute draußen, die jetzt sich fragen, what the fuck ist überhaupt YouTube? By the way, du guckst gerade YouTube. YouTube ist Online-Videos. Das Schöne bei YouTube ist, dass die ganze Entertainment-Industrie, also Fernsehen und Radio und sowas, ist alles heavy kontrolliert von den großen Medien. Okay, like Bild-Zeitung ist zum Beispiel eine große Zeitung Richtung Medien in die eine Richtung, dann gibt es RTL, die sind in TV sehr groß und die kontrollieren halt sehr viel Shit. Das heißt, die beschließen, was cool ist und was nicht cool ist und die beschließen auch, wer ins Fernsehen kommt und wer nicht. Das ist nämlich flippin', das ist wichtig, ja. Flippin' dangerous. Das ist flippin' dangerous, weil gefährlich, sorry, das ist sehr gefährlich, weil ja, dadurch beschließen die, was die Leute cool finden und die beschließen die Trends und wenn jemand die Trends beschließen kann, dann hat jemand natürlich sehr viel Power, um auch sehr viel Geld zu machen. Und das ist ja eigentlich blöd, weil man will ja eigentlich selber beschließen, was cool ist und was nicht cool. Und da kommt YouTube dann natürlich rein und das macht es so nice, weil du kannst sagen, next, aus, will ich nicht sehen oder skip zum nächsten. Oder du kannst sagen sogar, like. Oder du kannst sogar beschließen, was nur du sehen willst, nur deine Direct. Nur deine, das heißt, deine ganzen Subscription, deine Abonnenten kannst du dir aussuchen. Wenn du irgendwas scheiße findest, dann holst du ihn wieder raus. Aber jetzt wollte ich dich fragen, diese Story mit, man kann ja unter jedem YouTube-Video ein Like geben. Ne? Ja, genau, ja. Und ein Dislike. Ja, genau. Was bringt das oder bringt das nichts? Jetzt, wenn da jemand draußen also, ist und er sagt, ey, soll ich den Button überhaupt drücken? Ja, eigentlich schon. Zum ersten hilfst du den, glaube ich, den YouTuber selber, indem er sieht, ey, cool, das kommt wirklich an. Okay. Mein Video kommt an, die Leute liken das. Vielleicht kann ich mehr so eine Videos machen, zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Oder die Dislikes, aber das kommt gar nicht an. Lieber gar nicht mehr so ein Content, so ein Video machen, lieber was ganz anderes. Mhm. Oder auch zum Beispiel, was bei YouTube gut funktioniert, ist dadurch, dass die Leute es liken, kommt es auf denen ihre YouTube-Seite. Und so sehen neue Freunde oder die Freunde von dem Typ wieder. Und so wächst deine Following-Base. Da läuft die Hotte mal. Wir sind hier auf einer Lodge, das ist die Kalahari Farmhouse. Und wir sind hier schon so zwei Tage hier. Und da ist so eine Hotte mal, die hier ganz entlang läuft. Und immer wenn die vorbeiläuft, dann sagen wir immer, ey, check. Aber ich glaube, die hat das schon gemerkt, dass wir die so ein bisschen auschecken. Ja, nee. Aber anyways, zurück zum YouTube. Okay, das heißt, in den Algorithmen von YouTube, wenn mehr Leute das liken, kommt das obviously Gehör. Ja, weil denen ihre Freunde sehen das wieder oder auf YouTube, weißt du, dann, wenn du jetzt von deinem Freund siehst, okay, er hat das und das geguckt und er hat auch das und das geliked, so finde ich dann neue Menschen wieder auf YouTube, also neue Videos und so kannst du potentially dann wieder neue Subscribers dazu gewinnen. Also hier kommt der Tipp und please versuch das zu machen. Wenn ein YouTuber sagt, bitte like mein Video. Fuck den Shit. Seriously? Nicht das Video liken? Like das Video nur, wenn du es wirklich likest. Weil basically, was der macht ist, der sagt, like mein Video und du denkst, okay, mein Like ist nichts wert. Okay, komm, ich like einfach drauf, weil er sagt, ich like. Somit wird dieses Video, was du vielleicht gar nicht cool findest, von 1000 mehr Leuten gesehen. Und das ist ja basically wie die Industrie, die Medienindustrie heutzutage funktioniert oder damals funktioniert hat. Hey, wir sind die junge Generation. Wir beschließen, was wir liken und was wir nicht liken. So, ja, vorsichtig mit den Likes und gib nur dann ein Like, wenn du denkst, ein Video ist richtig cool. Aber das hilft aber auch ein bisschen. Wieso?
zum Beispiel ich auf meine Videos sage ich auch öfters, hey, wenn euch das gefallen hat, dann liked das Video. Ja, nein, obviously. Ich meine, du musst sie herausfordern und sagen, hey, wenn du es geliked hast, weil manche Leute vergessen das und sagen... Manche sind nur stille Leser, die gucken nur und klicken weiter. So, so kommt viel mehr Feedback zurück. Aber es ist auch schon, manche pushen es zu viel. Dann merkt man schon, ach, das bringt dir da nichts. Ja, das ist das andere Ding. Ist auch, guck, wir als YouTuber, da kommt jetzt meine Story rein wieder mit dem, wo ich so gestern so ein bisschen traurig war. Wo ich dachte, shit, so lange gearbeitet, Tage dran gesessen an dem Video und dann checken das maybe so 100, 200 Leute. Anyways, die Story ist so, dass manchmal muss man leider die Leute ein bisschen auffordern, um zu sagen, please, gib doch mal ein Like, wenn du es wirklich geliked hast. Weil die Arbeit, die wir da reinsetzen in YouTube, das ist viele Stunden. Obviously machen wir das gerne, das ist eine Ehre, dass wir das machen dürfen. Aber auf der anderen Seite ist auch schön, wenn ihr guten Content appreciated. Sag das mal schön auf Deutsch. Guten Content mehr appreciated. Das auch nimmst. gute Videos mehr. Inhalte mehr. Deutsch, ne? Gute Inhalte mehr. Wenn ihr wisst, was das deutsche Wort für appreciate ist, please comment hier unten. Ihr braucht das Video nicht liken, aber please comment hier unten, was appreciated wissen, heißt. Andere Sachen, was ist dir aufgefallen in der YouTube-Welt, Mannis, was du denkst, das ist richtig scheiße und das sollten wir verbessern? Weil wir obviously sind wir auf dieser Welt, wie Van Dee auch schon gesagt hat, wir sind auf dieser Welt als Generation zu Generation, um die Welt besser zu machen. Es bringt nichts, wir bleiben in dem gleichen fucking Trott und machen die gleiche Scheiße weiter. So, ist da irgendwas? Also, ja, ich denke auf jeden Fall Thumbnails, aber ich weiß nicht, auf Deutsch sind die auch Thumbnails bei euch genannt? Ich weiß nicht. Die Bilder, die auf jeden Fall, was du siehst, wenn du YouTube guckst, was dich beschließen lässt, was ich gucke, also die kleinen Bilder. Genau. Was damit? Das Vorschaubild ist es, glaube ich. Yay! Genau. Vorschaubild! Und jetzt neuerdings sehe ich so einen Trend, rübergehen in alles pink oder shocking grün mit irgendeinem Gesicht. Okay. Ziemlich billig ausgeschnitten, Haufen Text drauf, so richtig, dass es raussticht und eigentlich sieht es total scheiße aus. Es macht das ganze YouTube, die Plattform an sich, mehr kitschig. Das Problem ist, bei der Young Generation ist, die sind so einfach zu beeinflussen, dass die Leute, die diese Videos machen, die gebrauchen, ich sag's jetzt, no disrespect, dumme, junge Leute, um reich zu werden. Ja, genau. Shit. Und dann Kinder denkt man, verblöden sonst, wenn die nur blöd Und dann denkst du, okay, wir wollen doch eigentlich diese digitale Welt gebrauchen, um besser zu werden. Also, was machen wir? Nee, wir sind nur ich. Solange ich reicher werde, solange ich 100.000 Klicks auf mein Video habe, egal was, auch wenn ich mich beim Kacken filme. Ja, nee. You know, das ist jetzt ein doofes Beispiel. Aber, ja, oder... Es geht nicht um die Views. Fuck die Views. Wenn du ein Video hast, was nur 1000 Views hat, das ist nicht unbedingt, dass das schlechter ist als ein Video, was 100.000 Views hat. So, genau dieser Fact hat mich gestern wieder sehr happy gemacht, weil ich einfach denke, shit, das geht um einfach guten Content zu machen und nicht irgendeine Scheiße. Und Spaß dran zu haben, weil du das motiviert, um weiterzumachen. Auch wenn du, wie du sagst, du hast so lange dran gearbeitet an dem Video, du hast nur 300 Views oder whatever wie viele. Egal, 300, stell mal 300 Menschen vor dir vor, denen du gerade was zeigst. Das ist auch schon eine Masse. Das ist viel. Das ist schon krass. Red mal vor 300 Menschen. Ich sage immer, wenn ich einen erreichen kann mit meinen Videos und den happy machen kann mit dem Video oder den irgendwie Knowledge gegeben habe, dann bin ich schon happy. So. Ja. Es ist auf jeden Fall mehr positiv wie negativ, also weitermachen. Ja. Ja. Das geht für viele Sachen im Leben, also please weitermachen und nicht gleich aufgeben, okay? Mess dich nicht an Views, das hat Fockel mit Views zu tun, okay? Ein Ding, das kann ich nur sagen noch dazu, ich mache jetzt schon lange YouTube, ich weiß nicht, wie 2007 bis, das ist 25 Jahre, ist, dass am Ende sich der Content durchsetzt. Guter Content setzt sich durch. Ja. Genau wie ein guter Song, irgendwann setzt er sich durch. So, konzentrier einfach auf guten Footage machen und nicht einfach nur, also wie sagt man, Quality statt Quantity. Genau. Auf Deutsch? Qualität statt Quantität. Quantität, scheißegal. Ja. Konstant bleiben, das ist wichtig. Ja. Wenn ihr das Video geliked habt, ne, bitte gebt dem Video ein Like. Diese Tage das schon. Selbst wenn ihr es nicht geliked habt, jetzt hier ist ein kleiner Test. Wenn ihr es nicht geliked habt, bitte gebt dem Video auch ein Like. Nein, obviously nicht. Lass lieber in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, was ist. Ja, das ist auch YouTube. Genau. Was guckt ihr am meisten oder am liebsten an YouTube? Und was findet ihr richtig scheiße?
Also jetzt konstruktiv, nicht einfach sagen, oh, das ist scheiße und so, das kann jeder. So, konstruktiv scheiße, damit wir ja als Gemeinde stärker werden können. Und lass uns mehr zusammenarbeiten anstatt gegeneinander, weil seriously, wir sind nicht eine Welt hier und gegeneinander bringt, vor Gott, bringt nichts. Okay, so, ja. Check euch nächsten Sonntag für noch eine EastTV-Session. Danke, dass ihr reingecheckt habt. Danke, mein Mart Mannies. Check mal seinen Channel aus, das ist Retard Pro. Werde den hier unten auch reinmachen, dann könnt ihr da checken. Cool. Bis nächste Woche Sonntag.